Wir sind jetzt mitten auf der Baustelle bei der Eishalle von Fribourg-Gotteron. Neben mir ist der Geschäftsführer von Fribourg-Gotteron, Raphael Berger. Ja, Raphael Berger, wo genau befinden wir uns hier? Was ist hier die Zukunft nachher? Was entsteht hier? Also wir sind dann im Hauptrestaurant, das dann täglich offen ist, oder? Wo der Sportcafé heisst. Oder man sieht im Hintergrund der ehemalige Sportcafé. Oder? Aber wir sind wirklich jetzt hier in der Mitte von der Saal vom Sportcafé. Jetzt vorhin war damals Catering vor dem Spiel. Was ist so die grösste Einschränkung momentan während dem Umbau aktuell? Also Einschränkungen gibt es eigentlich momentan keine. Wir haben einfach alle Flächen, die wir braucht haben, bis jetzt müssen ersetzen. Und wir haben die Chance, dass der Festsaal gerade neben der Eishalle steht, oder, wo wir können jeden Tag am Spieltag über 700 Leute empfangen für das Nachtessen, für das Fondue vor dem Spielen. Das heisst also, für die Leute draussen, dass sie draussen sehen, dass etwas geht, ist nicht eine riesige Umstellung? Oder muss man sich irgendwie andere Wege merken oder irgendetwas? Also es gibt schon ein paar Sachen, die sich geändert haben. Oder? Zum Beispiel die Eingänge, Eintritte im Stadion sind irgendwo am gleichen Ort, aber ein bisschen anders aufgestellt. Oder? Aber das Ziel von uns dieses Jahr und auch die nächste Saison ist, dass die Leute, die Zuschauer wirklich einfach am wenigsten spüren, dass etwas passiert. Die sehen, dass etwas passiert, aber dass die Offerte wirklich so bleibt, mindestens wie sie bis jetzt. Natürlich sind die wichtigste Frage, das kann man sich momentan noch schwierig vorstellen, aber wenn das fertig ist, so, was ist so der Hauptmehrwert oder das Hauptmehrwert von Fribourg-Gotteron, den man sich erhofft vom Ganzen? Also das ist so, in zwei Teilen vielleicht. Der Mehrwert ist dann eigentlich Sicherheitsgründe und Komfort, oder? Weil das ist auch etwas, wo wir im Rückstand sind mit der aktuellen Halle. Und der andere Teil ist dann kommerziell, oder? Und dann haben wir eigentlich mehr Restaurants, mehr Sitzplätze, mehr Logen und so weiter. Also wirklich dann ein Produkt und eine Infrastruktur, die uns erlaubt, in die Zukunft zu schauen und nicht so wie bis heute einfach irgendwie brikulieren, ob das jetzt was heisst auf Deutsch. Also so ein bisschen durchschwanken quasi. Also Raphael Berger, merci vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt vor dem Spiel. Und somit schauen wir euch weiterhin gespannt, wie es auf dieser Baustelle weitergeht.